erwarten Sie nun, hochverehrtes Publikum, wieder etwas fürs Auge, nämlich unsere Marschtanzgarde. Bühne frei! Bye.
Ja, euer Applaus, Mädels. Ja, ich sage es ja jedes Jahr immer wieder und es ist nach wie vor meiner Meinung nach komplett richtig, denn der karnevalistische Marschtanz ist die Königsdisziplin und ich habe Hochachtung vor unseren Damen, vor den jungen Mädels, die hier so geradlinig und elegant ihre Choreografie darbringen, Ballettvariationen und akrobatische Elemente haben sie gesehen, beinhaltet diese Tänze gut ausschauen, tun sie dabei auch noch und ich sage es ganz ehrlich, wenn die in den Spagat springen, kriege ich vom Hingucken schon Schmerzen. Ich habe eben schon gedacht, ich hätte eine Leistenzerrung. Also nur vom Hinschauen. Also wahnsinnig toll, was sie hier gemacht haben und ich sage mal, auf die Damen, ein dreifach donnerndes Latschstein! Marschtanzgarde! Latschstein! Ja, und Trainer dieser tollen Truppe ist der Sascha Seitz und auch die Heike Adler. Die darf ich mal nach hier vorne bitten. Genau, und die Sophie kommt auch mit. Hätte ich gleich schon was gesagt, Sophie, genau. Ja, herzlichen Dank, lieber Sascha, lieber Heike. Der Sascha ist ja zugleich auch Förderer unseres Vereins und insofern ein herzliches Dankeschön, lieber Sascha. Ich darf mich wirklich bei allen bedanken, die an sowas teilhaben und mitmachen. Und der ein oder andere wird sich jetzt gleich gewundert haben, normalerweise Marschtanzgarde ist ja immer ein einheitliches Kostüm. In diesem Jahr sind es verschiedene Kostüme. Und zwar ist das Ganze passend zum 70-jährigen Jubiläum unseres Vereins, haben sich die Damen selbst ausgedacht, nämlich diese unterschiedlichen Kostüme. Es ist sozusagen eine karnevalistische, historische Modenschau und ich stelle Ihnen die Damen und die Uniformen einmal vor. Die älteste Uniform, die noch vorhanden sind, die stammt aus den Jahren 1974 bis 83 und die haben wir gesehen an der Caroline Schneider-Seitz und der Sarah Jäger. Caroline, darüber hinaus Lano Rinania im Jahr 2006. Ja, und die Victoria Fuß und die Caroline Thiel sehen fantastisch aus in dem Garde-Outfit der Jahre 84 bis 88. Katharina Groß ist gekleidet in das Modell der Jahre 89 bis 93. Und wer das Mädchen ein bisschen besser kennt, so wie ich weiß, dass sie noch nicht auf der Welt war, als das Kostüm schon aus der Mode kam. Ja, von 1994 bis 2000 gab es Uniformen, die Tara Hansen und Maike Güllering heute anhaben. Und die noch jüngste, die aktuelle Uniform, immerhin auch schon seit fast 16 Jahren im Einsatz, die hat heute an die Saskia Wüst. Und wenn sie nicht krankheitsbedingt ausgefallen wäre, hätte Sophie Ungelbach heute diese Uniform auch angehabt. Ich darf mich aber an der Stelle auch mal bei all denen bedanken, die diese Uniformen zur Verfügung gestellt haben, in ihren Speichern und Spinden und Kellern und weiß ich wo gesucht haben. Denn diese Raritäten, ihr seht, sehen bei den Mädels immer noch gut aus. Aber ich muss auch sagen, ihr könnt wahrscheinlich auch alles anziehen. Trifft ja nicht auf jeden zu. Ja, noch einmal auf die da. Aber bevor hier, erstmal gebe ich der Trainerin, Marschtanztrainerin, erstmal den Blumengutschein. Den Orden habt ihr ja schon. Blumen dann später bei Blumenhaus Bote unserer Blumenfee einzulösen. Aber das könnt ihr alles lesen an der Stelle. Und ich darf mich nochmal ganz recht herzlich bedanken mit einem dreifach donnernden Latschstein. Marschtanzgarde. Latschstein. Vielen Dank und Ausdrucksmarsch.